halt voll. Lecker Zeug. Ja, liebe Zuschauer, also ich bin jetzt hier bei Georg von Roten Turm in seinem Stand. Er hat Met, Honig, Bärenfang, Propolis, Seifen, alles was mit Honig zu tun hat. Und ist auch aus Österreich. Und er ist meines Wissens nach der österreichische Metproduzent, der am längsten auf Mittelaltermärkte unterwegs ist von allen, die ich kenne. Ich glaube, ich kenne so ziemlich alle. Ich wollte gerade sagen, du kennst sicher einige. Ja. Also, wie viele Jahre fährst du jetzt eigentlich schon auf Mittelaltermärkte? 15? Seit 15 Jahren bin ich unterwegs. Ja? In diesen Landen und auch außerhalb. Ja. Also, Mittelalter, eine der ersten größeren Gruppen, die mittelalterlich unterwegs war, auf den ganzen Festen waren ja die Eisenfaust. Du hast einen eigenen Eisenfaust-Met. Genau. Weil ich auch mit der Gruppe unterwegs war und mein Einstieg war in die Mittelalterszene. Und deswegen habe ich auch meinen Met nach der Schaukampfgruppe Eisenfaust benannt. Und jetzt ist es eben der mittlerweile sehr bekannte Eisenfaust-Wettertrunk. Ja, also ich war ja selber bei der Eisenfaust, deswegen kennen wir uns ja auch entsprechend lange. Ja. Und dein Met. Und jetzt reden wir ein bisschen drüber. Du hast ja unheimlich viele Prämierungen schon gekriegt, gell? Es gibt eben auch beim Honigwein, so wie bei den anderen Traubenweinern, nationale Prämierungen und da habe ich in der Zwischenzeit 5-mal Goldmedaille bekommen und habe somit auch den meistprämierten Met in Österreich. Meistprämierter Met in Österreich ist nicht übel, ne? So, da kann man sich schon. Also dein Met, den gibt es ja sogar im Supermarkt, gell? Das stimmt mittlerweile, weil Met wird immer mehr public. Das ist nicht nur mehr in der Mittelalterszene. Ein beliebtes Getränk, es gibt ihn eben mittlerweile auch schon im Handel und der Spar erhältlich unter der Marke Fellmet. Ja, was ich ganz toll finde, also er hat natürlich auch eine Facebook-Seite, die ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken werde. Da habe ich auch schon eine Flasche Eisenfaust Met gewonnen, den wir auch einer gemeinsamen Met-Verkostung zuführen werden. Also es wird da ein Video geben mit Met-Verkostung. Habe auch schon Leute dafür gewonnen, wir haben nur noch keinen Termin. Wir werden dann gleich ein paar verschiedene Sorten dort verkosten, unter anderem auch deinen. Das wird sicher sehr spannend, weil ich weiß ja, dass ich deinen mag, aber ich wollte andere Meinungen auch haben. Was natürlich bei diesem Met ist, dass er sehr süß ist, was manche Leute ja manchmal lieber herbe Sorten haben. Aber wer süßen Met will, ist bei dir sicher auf der richtigen, an der richtigen Stelle. Ja. Und du hast auch was ganz Eigenes, diesen Frizzante. Genau, da bin ich der Erste und Einzige bis jetzt, der eben auf die Idee gekommen ist, aus dem Met auch einen Frizzante zu machen. Das heißt, da wird der Met mit Kohlensäure versetzt und unter Druck abgefüllt. Und das macht ihn etwas leichter von der Süße her und hat ein interessantes Säurespiel durch die Kohlensäure und ist auch sehr beliebt mittlerweile. Was ich total super finde, du hast ja so verschiedenste Rezepte. So, da war irgendwas vom Schneeflocker. Ja, das ist der Bärenfang, mein Honiglikör. Das ist eben mein Marillenschnaps mit Akazienhonig. Der wird im Winter auf den Adventmärkten dann in kleinen Schaumheferl kredenzt mit einem Schlagobers und Zimt drüber. Das nennt man wir Schneeflocker. Da kriegt man gleich Lust drauf, obwohl die Sonne so runterbrennt. Ja, beim Frizzante hast du ja da Zitronenscheibe noch gern rein. Ne? Das ist perfekt serviert mit Zitronenscheibe, weil man dann eben auch das angenehme Süßsäurespiel am Gaumen verspürt. Ja. In Eggenburg haben wir uns uroft mit etwas betrunken. Ja, man tut das nicht, ist ganz böse, aber ist uns halt passiert. Super Plus. Super Plus ist mittlerweile ein Insidergetränk von den Eisenfaustliebhabern und das ist eben mein Met mit einem Schuss Bärenfang drin. Weil eben der Akazienhonig und die Marille diesen fruchtigen Geschmack noch unterstreicht und die Süße vom Met in Kombination ist eben Insider-Tipp. Ja, und dann hast du noch so Heferl. Können wir uns mal so ein Heferl zeigen? Du meinst die Saufkrüge? Die Saufkrüge, ja. Die Saufkrüge, die sind ein Wahnsinn. Ja. Da kann man zu mehreren draus trinken. Wir haben das auch schon mit Super Plus ausprobiert. Die sind natürlich trickreich. Das heißt, wer nicht weiß, wie das Ding funktioniert, kriegt auch nichts außer. Ja. Man sieht ja hier zum Beispiel die Durchbrüche. Also so mit so trinken ist nicht. Es hat eine Art Strohhalmsystem, aber das Gemeine ist, das hat eine Sicherung drin. Wenn man nicht weiß, wie man die umgeht, dann ist das zum Trinken völlig unmöglich. Ja. Aber es ist
grenzgenial. Man kommt sich auch sehr gut näher, ja, freundschaftlich wie anders. Also Tuchfühlung. Ja, also mit einer Frau. Ne? Sauf, wenn du kannst. Genau. Sauf, wenn du kannst, ja. Und das Tolle ist, man hat halt, einer nimmt den Montil, ein anderer da, ja. Und da kommt man sich auch mit der Weiblichkeit durchaus näher. Ne? Vor allem ist es notwendig beim Saugen, sich tief in die Augen zu schauen. Das hast du jetzt schön gesagt, ja. Darauf trinke ich nochmal. Und dann danke für das Gespräch. Gerne, ich danke dir. Weil den Anfang, du schneide eh alles dann. Ich bin ja fast nervös. Der Arnulf interviewt, das ist ja puh. Da, Stärkung Schluck. Moment. Ja. Das war meiner. All voll. Guter Stoff. Ja, dann müssen wir halt nochmal trinken. Oh, was für ein Pech. All voll. Passiert uns das jetzt dann öfters, weil dann hole ich die Flaschen gleich her. Ja. Guter Stoff. Ja, zum Große. Ja, hat schon wieder Kundschaft, gell? All voll. All voll. Lecker Zeug. Bärenfang ist ausverkauft. Ja. Rennen die Geschäfte gut. Ja. Ja. Gut, Met und Bärenfang wird immer wieder getrunken. Ja.